Suchmaschinenoptimierung und wie funktioniert die Suche. Mein Name ist Philipp Saubl, ich bin von der IHNemagen, Sie schauen websitemarketing.ch. Wir gehen sehr tief in die Details der Suchmaschinenoptimierung rein. Kürzlich habe ich aber ein sehr interessantes Dokument gefunden von Google selber, das ganz einfach nochmal die Basics der Suchmaschine erklärt. Wie kommen da überhaupt die Suchresultate vorne rein? Wie wird gecrawlt und so weiter? Das möchte ich anhand dieser sehr spannenden Seite zeigen. Ich bin hier auf einer Google Inside Search, heißt die ganze Seite oder der Ordner, und ich möchte das kurz durchgehen, wie eben diese Suche funktioniert. Starten tut alles mit der Indexierung oder mit dem Crawlen. Man sieht hier, sehr viele Seiten werden von Google indexiert. Google grast quasi das Internet ab, geht Links nach, darum sind Links auch so wichtig, damit sie alle Dokumente, alle Inhalte, alle Seiten findet, die eben die Website-Ersteller errichtet haben. Dann wird sortiert nach Inhalten, Themen und anderen Faktoren und das Ganze fließt in den sogenannten Index rein. Das heißt, hier ist einfach eine riesengroße Datenbank. Das sind mehr als 100 Millionen Gigabyte, die hier offenbar abgespeichert werden, liegen hier bei Google im Index drin. Dann das Zweite, was kommt, ist der Algorithmus. Da geht es logischerweise um das ganze Rechnen. Wie passiert es, dass ich jetzt eben oben positioniert bin? Und der Algorithmus, der hat verschiedene Anhaltspunkte, um besser zu verstehen, um was es in einem Dokument, in einer Seite drin geht. Dieser greift logischerweise auf den Index zu, holt sich da die Dokumente raus und dann kommt eben das Ranking. Und das Ranking soll mehr als 200 Faktoren mit in Betracht ziehen. Das heißt, es ist nicht ganz so trivial, hier top positioniert zu sein. Da geht es um die Inhalte, da geht es um die Aktualität, da geht es natürlich auch um benutzerbezogene Geschichten und so weiter. Und hier ganz unten wichtig, immer was immer mehr kommt, ist das Thema Universal Search. Also da fließen nicht nur organische Suchresultate, wie man sie kennt, rein, sondern kommen auch Bilder rein, da kommen Places und so weiter und so fort, Videos in die ganze, in die ganzen Suchresultate rein. Also auch ein wichtiger Faktor. Dann wird das Ergebnis aufbereitet und das kann natürlich unterschiedlich aussehen. Muss man natürlich auch sagen, dass das an verschiedenen Orten der Welt oder sogar in der Schweiz in verschiedenen Städten unterschiedlich daherkommen. So logischerweise hier in dem Fall Beispiel Desktop, Mobile oder Tablet. Das ist klar, dass das unterschiedlich ausschaut. Oftmals werden auch Tests gefahren von Google AB-Tests, um zu sehen, was mehr angeklickt wird. Das kann also auch sein, dass ich innerhalb von einer Stunde unterschiedliche Suchresultate kriege. Das sind die drei Schritte. Der dritte Teil davon ist dann, dass es weniger Spam gibt. Das sieht man hier. Da geht es natürlich darum, Inhalte auszuschließen, bei denen eben der Inhalt nicht optimal ist oder da man versucht, nur gut positioniert zu sein. Ein großer Teil wird hier automatisiert ausgefiltert. Da kriegt man dann auch diese Meldungen auf den Webmaster-Tools oder dann eben wird manuell eingegriffen. Man kriegt eine Nachricht, wie erwähnt, der Inhaltgeber, der korrigiert das oder eben auch nicht und sollte dann wieder einigermaßen gerankt sein oder zumindest wieder im Index drin sein. Und genau darum heißt es dann auch aus dem Index fliegen. Das heißt, man ist nicht mehr gerankt, denn wenn man nicht mehr im Index drin ist, kann auch der Algorithmus die Seite nicht mehr auffinden bzw. dann listen und so ist man natürlich dann weg vom Fenster. So funktioniert die Suche bei Google ziemlich simpel. Schauen Sie sich das Dokument vielleicht auch mal an. Gibt auch immer noch das eine oder andere, dass man auch hier lernen kann und Erkenntnisse daraus ziehen kann. Würde mich interessieren, ob Sie wussten, wie das funktioniert. Natürlich, ob das ein spannendes Thema ist, mal so richtig Basics zu gehen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Saubl, ich bin von der IHNemagen und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.